Hallo ihr Lieben, ich habe euch heute Verhängnisvolle Nähe von Sandra Brown mitgebracht. Und ich sage euch schon mal gleich dazu, das ist ein Buch, an das ich mich ganz lange nicht rangetraut habe, weil es einfach so gut klang und ich so Angst hatte, dass es mir nicht gefallen könnte. Das Buch davor von der Autorin hatte mir nämlich nicht so gut gefallen und da war ich so arg enttäuscht und ich hatte einfach Angst, dass das Buch nicht so gut ist, wie der Klappentext vermuten lässt, aber da lag ich falsch. Es ist wirklich richtig gut. Ich habe es als Rezensionsexemplar bekommen vom Random House Bloggerportal. Und ich zeige euch erstmal das Buch selber. Also das ist ein Hardcover mit Schutzumschlag. Also es ist ziemlich dick, wie ihr seht. Aber da merkt man beim Lesen gar nichts mehr von. So viel schon mal vorneweg. Hier habe ich meinen Klappentext. Und in dem Buch geht es um Kara, ich hoffe, ich spreche sie richtig aus. Die hat einen Bombenanschlag überlebt, als sie ein Kind war und wurde damals von einem Mann gerettet, hat aber ihre Identität nie bekannt gegeben. Also die Öffentlichkeit weiß nichts von ihr. Jetzt möchte sie das aber ändern. Man muss dazu sagen, sie ist Journalistin und möchte jetzt ein Interview mit ihrem Retter führen. Und ihm quasi öffentlich auch danken. Und kurz nachdem sie dieses Interview geführt hat und es ausgestrahlt wurde, kommt es zu einem Anschlag auf sie und den Interviewpartner. Und sie kann entkommen, aber die Täter sind nicht gerade begeistert, dass es Überlebende gibt. Und machen dann auch Jagd auf sie. Der Sohn von diesem Retter ist auch in die Sache irgendwo verstrickt. Er ist ein sehr, sehr seltsamer Mann. Am Anfang denkt man, er ist ein A-Punkt-Punkt-Punkt. Er ist auch irgendwo ein A-Punkt-Punkt-Punkt, aber nicht nur. Auf jeden Fall, als Kara im Krankenhaus liegt, nimmt er Kontakt zu ihr auf. Sie haben sich auch schon vorher mal getroffen. Er hat ihr den Kontakt vermittelt zu seinem Vater. Und er möchte nicht nur die Täter fassen. Er möchte auch vor allem Kara beschützen. Was er auch so gar nicht verstehen kann, weil er eigentlich das Leben von einem eiskalten A-Punkt-Punkt-Punkt führt. Und er kann auch gar nicht verstehen, warum er sich gerade zu ihr so angezogen fühlt. Aber es ist einfach so. Und er möchte sie unbedingt beschützen. Und er möchte sie auch als Frau unbedingt in seinem Leben haben, auch wenn er weiß, dass das wahrscheinlich nicht gut gehen wird. Also es ist eine schwierige Situation für beide, weil Trapper, so heißt der Mann, nicht ganz einfach ist. Er ist anfangs total undurchsichtig und man weiß einfach nicht, was man von ihm halten soll. Er zeigt einem ganz gern sein A-Punkt-Punkt-Punkt-Gesicht, das aber deutlich mehr in ihm steckt. Das zeigt er uns nur sehr, sehr langsam. Kara war einem direkt sympathisch. Sie hat wirklich Schlimmes durchgemacht und das ausgerechnet sie, nachdem sie eh schon traumatisiert ist, jetzt nochmal ein Trauma obendrauf bekommt und noch ein paar mehr im Verlauf der Handlung. Das ist echt heftig und man möchte ihr wirklich helfen und man möchte, dass es ihr gut geht und ja, man könnte da wirklich gewalttätig werden. Und sie ist halt keine typische Journalistin. Sie möchte ihre Fähigkeiten, ihre Macht für was Gutes einsetzen. Sie geht nicht für eine Story über Leichen und sie zerstört auch nicht das Leben Unschuldiger. Und jetzt gerät halt sie gerade mitten da rein. Und das auch noch ausgerichtet mit Trapper, der sie einerseits zur Weißglut treibt, andererseits aber auch sehr anzieht. Das ist halt einfach eine sehr seltsame Situation für sie. Das Wichtigste, was man über das Buch sagen kann, ist, es ist nichts, wie es scheint, es steckt immer mehr dahinter. Also, so Stück für Stück bekommt man die Puzzleteile, aber man kann nicht alles durchschauen. Also es passiert wirklich viel und es gibt auch sehr viele Charaktere und man erfährt wirklich extrem viel und auch sehr schlimme Sachen.
Und es ist einfach ein Buch, bei dem man, wenn man ein Puzzleteil bekommt, bekommt man gleichzeitig auch 50 neue Fragen. Manchmal war es mir zwischendrin ein bisschen zu verworren, aber nicht zu sehr. Also ich konnte noch folgen, aber es war schon ganz hart an der Grenze. Also es war von Anfang bis Ende sehr, sehr spannend. Und diese Liebesgeschichte zwischen Kara und Trapper war auch was ganz anderes. Also, die beiden sind irgendwie richtig toll zusammen. Und dann ist halt auch noch immer diese Gefahr, die ihnen überall hin folgt, und man weiß einfach immer nicht mehr, wie man überhaupt noch trauen soll. Scheinbar scheint jeder irgendwie mit drin zu stecken, und man bekommt immer noch mehr Enthüllungen und sitzt am Ende einfach nur da und denkt sich nur, wow. Also, es ist wirklich, es ist, einiges kann man sich zusammenreimen, aber nicht alles. Und das finde ich halt richtig toll, dass man am Ende halt wirklich noch so überrascht wird. Und ja, es ist einfach wow. Also mir hat das Buch sehr, sehr gut gefallen. Und ich habe mich so gefreut, dass ich es gelesen habe. Und ich habe mich nur geärgert, dass ich es nicht schon früher gelesen habe. Aber wie gesagt, da hatte ich halt ein bisschen Schiss vor. Auf jeden Fall bekommt das Buch von mir jetzt 5 Sterne. Und ich hoffe, dass es auch euch gefällt. Das war's jetzt auch schon wieder von mir und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Macht's gut. Tschüss.